Hallo, willkommen, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wie installiere ich Minecraft Mods in unter 5 Minuten. Heute nehmen wir uns den Pixelmon Mod vor. Ihr findet den Pixelmon Mod unter der folgenden Internetseite pixelmonmod.com. Dort klickt ihr auf Download und ladet euch die aktuellste Version runter. Das habe ich hier schon gemacht. Der Pixelmon Mod liegt hier. Wir starten ihn einfach. Dann wählen wir den Installationspfad aus, stimmen den Lizenzkonditionen zu und drücken auf Install. Bestätigen das nochmal. Der Pixelmon Mod Launcher startet automatisch nach der Installation. Dort melden wir uns mit unseren bekannten Minecraft-Zugangsdaten an. Nach der Anmeldung seht ihr den folgenden Startbildschirm. Hier könnt ihr die Sprache auf Deutsch umstellen, wie ihr möchtet. Danach startet ihr die Erstellung eines neuen Profils. Ihr könnt euch hier entsprechend irgendetwas aussuchen. Ich nehme jetzt Julius. Dann wählt ihr die aktuelle Minecraft-Version, die ihr nutzen wollt. Das müsst ihr dann später von den Mods abhängig machen, die ihr noch zusätzlich benutzen möchtet. Da achtet ihr bitte drauf, welche Version die Mods unterstützen. Wir installieren die aktuellste Version. Dann müsst ihr noch die aktuelle Forge-Version auswählen. Da nehmen wir jetzt auch die aktuellste. Und klickt auf Speichern. Danach müsst ihr natürlich die ganzen Komponenten noch herunterladen. Nach der Installation bekommt ihr die folgende Meldung. Die könnt ihr mit dem Klick auf Schließen einfach bestätigen. Die Installation von dem Pixelmon Mod ist in dem Fall aktuell abgeschlossen. Ihr habt nun die Möglichkeit, weitere Modpacks dazu nachzuinstallieren. Auch eine kleine Auswahl findet ihr hier. Oder ihr schaut einfach nochmal auf der Internetseite nach. Zum Starten eines neuen Spiels drückt ihr auf diesen großen grünen Spielen-Button. Danach startet Minecraft in der Version, die ihr installiert habt. Nach dem erfolgreichen Start von Minecraft habt ihr nun die Möglichkeit, wieder ganz gewohnt über Singleplayer ein neues Spiel zu starten oder euch über den Multiplayer-Button auf einen Server zu verbinden. Wir haben uns eine neue Spielwelt erstellt und können nun aktuell unser Pokémon auswählen, mit dem wir die ganze Sache spielen wollen. Nachdem die Welt dann geladen hat, solltet ihr schon die ersten Pokémon sehen und wie in dem Fall werden wir ja gleich zum Kampf herausgefordert. Das war soweit mit der Installation. Mehr müsst ihr dazu nicht wissen. Wer Probleme damit hat, schreibt einfach in die Kommentare. Ich versuche euch damit zu helfen und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und weiterbauen.